Recht herzlich willkommen zur 37. Folge von Stellaris. Ja, wir haben letztes Mal den Einschlag des Asteroiden gehabt auf unserem Planeten. Konnten wir nicht ganz viel dran ändern, aber was soll's, ist jetzt passiert und kommen wir nicht drum rum. Wir hatten aber dann gesehen, dass wir hier beim Essen ein Defizit haben und da müssen wir uns jetzt mal drum kümmern. Und deswegen würde ich sogar sagen, gehen wir gerade wieder in das System hier zum Beispiel rein. Wo ist er denn? Da ist er. Und gucken mal auf der Oberfläche, ob wir hier irgendwas machen könnten. Geht das hier auf Stufe 2 vielleicht? Ersetzen, verbessern? Nein. Haben wir noch nicht. Es gibt wohl noch keine Stufe 2, ne? Nee. Gut. Dann funktioniert das da nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier irgendwie so eine Chance haben, weil hier gibt es andere Sachen, aber nicht Lebensmittel irgendwie, ne? Gucken wir da rein. Nehmen wir das Prime. Da ist ein Apfel. Da auch. Irgendwie können wir da was bauen. Und zwar das. Das bringt 3. Das würde uns auf 0 bringen. Ja, wollen wir hoffen, dass das geht, ne? Dann müssen wir mal schauen. Achso, wir haben Pause drin. Die können wir erstmal rausnehmen. Gut, weitere Dinge wären dann, dass wir schauen. Achso, wir waren ja am Kolonisieren hier oben. Das war ja hier, ne? Wie sieht's auf Prime aus? Also da wohnt einer, da, da. Der wird jetzt neu gemacht, ne? Die sind am Wachsen im Endeffekt. 2 Bewohner haben wir. Planetengröße ist 18. Und was ist da passiert? Bauvorhaben abgeschlossen. Okay. Okay. Aufwärmen abgeschlossen. Warte mal, machen wir jetzt hier nichts. Ich will das nochmal haben. Das war jetzt hier. Ach so, das ist unser Werft. Alles klar. Die hat ein neues Kolonieschiff gemacht. Und das hier ist Raumhafen. Der Bau eines Raumhafens im Ort dieses Landes ermöglicht den Bau von Raumschiffen und anderen interplanetaren Bauprojekten. Ja. Okay, Raumhafen bauen wir ein Raumhafen Startmodul. Auch schön. Startmodul auswählen. Projektil, Verteidigung, Laser. Kostet 360, ist also machbar und dann bauen wir den, oder? Gut. Hier wird das auch gehen, oder wie sehe ich das? Und was kostet uns der Unterhalt? Das wäre dann die Frage, ne? Das sehen wir jetzt gerade vielleicht nicht, ne? Naja. Jetzt sind wir hier unten und da geht's auf der Oberfläche mit Obst da. Achso, da müssten wir das entfernen. Können wir aber nicht. Fehlt uns die Technologie für. Vielleicht. Kann man nicht verbessern? Können wir den umziehen und dann wird das funktionieren, oder? Dann haben wir schon 0. Und Energie hatten wir genug. Dann können wir das auch so lassen, glaube ich. Ist doch schon mal gut, oder? Okay, die Kolonie ist aufgebaut, steht da. Die sind beschäftigt. Das weiterlaufen. Das können wir noch nicht entfernen, ne? Fehlt uns auch die Dingens, sag schon. Technologie für. Läuft alles. Hier sind schon ein paar mehr Leute am Wohnen. Auch gut. Ja. So schaut's aus, ne? Hier blinkt wieder was, wo wir aber nicht wissen, wie wir da was ändern können. Asteroid-Ressourcen.
Ja, es ist irgendwie nichts machbar da, ne? Wenn wir jetzt die First Strike rausnehmen, können wir dann vernichten. Ja, weiß ich nicht, was die machen. Vielleicht werden die auch mal zur Gefahr, dass die aus der Bahn geworfen werden, ne? Könnte ja auch sein. Haben wir da? Migrationsabkommen. Okay, nicht wichtig. Weg. Forschung läuft noch, ne? Da schlecht, da schlecht, da ist halb. Da wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Bergbaubahn. Ja. Die weiß ich auch nicht, wie wir da weiterkommen bei der Sache. Da fehlt uns noch eine Welt zu erkunden. Und das ist alles soweit bis auf zwei. Haben wir das Kolonieschiff. Jetzt müssten wir eigentlich gucken, ob wir noch kolonisieren könnten, ne? Potenziell bewohnbar. Gucken wir doch mal an. Würde 35 kosten. Das wäre also nicht das Ding. Kontakt hergestellt. Da gibt es neue Leute. Hervorragend. Toll. Interessant. Bewohnbar mit 35%. Wir brauchen aber 40, ne? Was ist das für ein Symbol? Primitive. Okay. Primitive Lebensform gibt's da. Ja, 40% Bewohnbarkeit. Und wir sind leider zu spät, ne? So ungefähr. Inaktive Gebäude haben wir jetzt. Hier unten eins, ne? Oh, schon da oben 4 minus. Da hapert's irgendwo wieder. Bauvorhaben war abgeschlossen. Setzen wir die da mal hin. Dann haben wir noch minus 1. Energie haben wir noch 33 plus. Können wir also noch jemanden wegziehen, wenn. Allerdings bringt es uns hier jetzt gerade wirklich nichts, ne, oder? Nee, da sitzt jemand drauf. Das ist schon alles okay. Wie sieht's? War es das gerade? Ne, das war es gerade, okay. Und da können wir durchblättern, ne, oder? Hier sitzen überall Leute, ne? Können wir also sowieso nichts verbessern. Kann man irgendwo durchblättern? Ne, kann man doch nicht, ne? Hätte ich jetzt gedacht. Ja, Planeten 2, toll. Aber wir haben ja bestimmt mehr wie zwei Planeten, ne? Das haben wir ja schon gemacht, klar. Können wir hier oben nochmal gucken? Da waren ja noch was, ne? Oh, hier ist auch was. Ne, warte mal. Da ins System, da rein. Gucken, wo noch ein Apfel ist. Da. Energie kann erstmal weg. Machen wir lieber den Apfel. Der ist momentan wichtiger. Gut, und hier ist da ein Apfel. Schon wieder 1 minus. Wieso das? Ist das hier? Einigkeit nicht gesammelt. Dahin. Wird aber auch nicht besser, ne? Keine Ahnung, warum das jetzt schlechter wird. Passt wieder, ne? Wer ist das? Bergbaustation. Verteidigungsplattform, okay. Da bauen wir eine Werft. Ja. Nochmal raus hier und da mal rein.
Können man Gouverneur zuteilen zur effizienten Verwaltung? Brauchen wir nicht. Haben keine. Muss mal jemand rekrutieren. Anpassungswählen. Ja, komm, nehmen wir diese Person und die nehmen wir dann auch. Das war jetzt verkehrt. Sektor verwalten, ne? Die Reichshauptwelt kann kein Sektor hinzugefügt werden. Haben wir da irgendwas falsch gemacht? Ja, stimmt. Ach so, da sind schon so laute Haken dran, ne? Alles klar. Und dann können wir das ausweiten. Machen wir so, oder? Machen wir die noch dabei. Ja, schade, die hätte ich dabei gehabt, aber das geht ja jetzt mal nicht, ne? Gut, schließen wir das. Da wollte ich hin. Dann da. Ach so, ja, toll, das war jetzt nicht das, was ich wollte. Also, das ist schon klar jetzt. Da wollte ich hin. Dann gehen wir da hin. Da ist jemand. Dann haben wir da. Da ist auch jemand. Gouverneure sind vorhanden hier. Weiter, Demis Prime haben wir hier noch. Und das ist ja wohl auch. Jetzt blinkte das gerade wieder Dollar. Da steht aber jetzt nichts, was ich machen könnte. So, überall sind Führungskräfte da. Aber der Apfel ist immer noch da, ne? Tja. Nahrung ist gerade das Problem dann. Ja, so können wir jetzt auch nicht ändern, ne? Müssen wir dann mal schauen, oder? So, das sieht alles top aus, ne? Was macht die Forschung in Richtung Essen? Ne, das war es nicht, da ist es. Nahrungsleistung plus 10%. 59 Monate bleiben dann noch, das dauert noch eine Weile. Was haben wir da? Diplomatisches. Wie sind wir mit irgendwem im Kampf? Ja, nehmen wir einen Friedensarm. Was? Da stand nichts davon, oder? Tja. Gut. Das ist dann in die Hose gegangen, in Anführungsstrichen. Können wir jetzt auch nicht ändern, ne? Hier wird's auch gerade mies. Irgendwie klappt's gerade nicht, ne? Ja, gut, dann müssen wir uns dann nächste Folge wieder darum kümmern und dann weiterschauen, dass wir expandieren, noch irgendwie hinkriegen. Wie, weiß ich zwar noch nicht, aber müssen wir dann mal schauen. Hier sind ja noch so ein paar Stellen, wo man vielleicht wohnen könnte, ne? Kargebelt hat nichts, der Asteroid wahrscheinlich auch nicht. Der nächste hier auch nichts. Und diese Welt hat auch keine Prozente. Okay. Gut, dann müssen wir uns dann weiterentwickeln, schauen, dass wir weiter vorankommen. Und irgendwie, ja, solche Sachen hier erledigen, ne? Also, die müsste man jetzt angreifen oder was, um den Planeten zu kriegen, ne?
Naja, okay. Dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.